deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Und der Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse freigemacht. Übergebt alles Undeutsche dem Feuer! Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner. Lili Riefenstahl ist wie so oft gerade nicht da. Sie dreht in den Schweizer Alpen. Von der Bücherverbrennung haben wir nichts erfahren, denn es gab damals noch kein Fernsehen. Das habe ich alles nachträglich erfahren, wie ich zurückkam. Und vor allen Dingen meine Freunde, die ich hatte. Sie sind ja emigriert dann schon. Da habe ich eben die Briefe schon vorgefunden in meiner Post. Die hatten mir geschrieben und da war ich todunglücklich drüber. Und als ich dann den Auftrag bekam, zu Hitler zu kommen, habe ich ihn daraufhin angesprochen. Und sein Gesicht hat sich sofort verdüstert. Und er hat gesagt, ich bitte Sie, Fräulein Riefenstahl, über dieses Thema mit mir nicht zu sprechen. Das heißt, Sie haben versucht, das zum Thema sofort zu machen? Sofort, als erstes. Ich habe als erstes das versucht und habe gemerkt, dass er darüber nicht möglich ist. Es war gerade so weit, dass er gleich seinen Adjutanten rief und dann bat, dass ich rausgeführt wurde. Also ja. Er war nicht bereit, mit mir darüber zu sprechen. Und gerade meine Freunde, die so emigriert sind, das waren drei oder vier gute Freunde, vor allen Dingen Manfred Georg, der hat mir gesagt, ich soll bleiben. Gerade die bleiben, sollten verhindern, dass sich ein Antisemitismus ausbreitet. Wir sollten also sozusagen ein Bollwerk dagegen sein. Und wir hatten alle gedacht, das ist nur eine Wahlpropaganda, das ist im Augenblick, das wird sich widerlegen und haben eigentlich diese große Gefahr nicht vorausgesehen. Deutschland 1992. Was empfinden Sie, wenn Sie solche Bilder sehen? Schrecklich. Entsetzlich. Es könnte eigentlich nichts Schlimmeres geschehen, um Deutschland zu schaden, wie diese Aktionen. Erinnern solche Bilder nicht an die Kristallnacht? In gewisser Beziehung schon, natürlich. Es ist schrecklich. Es ist erschütternd. Man müsste diese Menschen, unter ihnen sind ja fast Kinder, viel mehr aufklären, welchen Schaden sie anrichten für sich selbst, nicht nur für Deutschland, auch für sich selbst. Es wird mehr Arbeitslose geben, wir werden boykottiert werden, man wird uns mit der Vergangenheit wieder zusammenbringen. Es wird so viel zerstört, es ist entsetzlich. Wissen Sie, dass viele dieser Jugendliche den Hitlergruß benutzen? Auch ich glaube, dass das alles dumme Jungs sind, dass das keine Politiker sind. Wenn es politisch denkende Menschen wären, dann würden sie ja nicht gegen unschuldige Menschen vorgehen, sondern dann würden sie Demonstrationen gegen Politiker machen, doch nicht gegen diese Ausländer. Das hat doch mit Politik gar nichts zu tun. Das sind Chaoten, Kriminelle. Sie hatten damals Mein Kampf gelesen. Hat Ihnen das die Augen geöffnet über die wahren Ziele des Führers? Nein, das war sehr interessant. Ich habe das Buch nicht ganz gelesen, aber einige Kapitel. Und da gab es Dinge, die mir sehr gefallen haben. Alles, was über die sozialen Probleme handelte, denn das war ja überhaupt der Grund, warum, glaube ich, Hitler damals so viele Anhänger hatte. Die 6 Millionen Arbeitslose, die Not, das hat mir, was über die Rassen oder Rassentheorie stand, das hat mir natürlich missfallen. Da habe ich auch
Bemerkungen gemacht auf dem Buch, das Hitler später zufällig dann in die Hände bekam. Habe ich gesagt, ja, gut oder schlecht, nicht gut und so weiter. Also ich habe das ganz getrennt. Wie hat er da reagiert auf diese Kritik? Ja, da hat er gelacht. Meine Volksgenossen und Volksgenossinnen, in einem kühnen und grandiosen Schwung haben wir die Feinde des Landes zu Paaren getrieben. Und welche Beziehung hatten Sie zu Propagandaminister Goebbels? Die schlechtesten, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Er ist mir vor der Machtübernahme, wo ich ihn mal kennenlernte, eigentlich in einem Fahrstuhl im Hotel Kaiserhof, sind wir zusammen raufgefahren, hat er mich verfolgt. Er wollte mich unbedingt haben als Frau, er wollte mich zu seiner Geliebten machen und so weiter. Und er war ganz und gar nicht mein Typ. Ich hatte gar keine Zuneigung zu ihm. Und das hat er mir also nie verziehen, diese Ablehnung. Und das hat sich später immer mehr verschlimmert. Er war eigentlich, ich möchte sagen, beinahe ein Feind. Ja, aber wenn man Goebbels Tagebücher aus der Zeit von Anfang 33 liest, hat man den Eindruck, dass sie bei Hitler und bei ihm zu Hause ein- und ausgingen wie gute Bekannte. Also diese müssen Sie mir mal vorlegen. Das habe ich noch nie gelesen. Kein einziger Satz, aus dem hervorgeht, dass ich da ein- und ausgehe. Das ist reine Fantasie. Nachmittags Leni Riefenstahl. Ich mache ihr den Vorschlag eines Hitlerfilms. Sie ist begeistert. Abends mit Magda und Leni in Butterfly. Es wird gut gesungen. Und Anfang 33 war ich überhaupt nicht bei ihm. Nie, hat er auch nichts gesagt. Mit Hitler durch den Abend gefahren. Später heim nach Hause. Philipp von Hessen und Leni Riefenstahl. Sehr nett. Ich war nicht einmal. Auch nicht in Schwanwerder, wo alle da waren. Sämtliche, die heute noch leben. Ich war nicht eingeladen. Ich war nicht mal eingeladen. Bei Hitler. Film von Albers gesehen. Furchtbarer Mist. Leni Riefenstahl, Gerda Maurus und Maria Winkelstern. Drei schöne Frauen. Ich bin so aufgeregt. Ja, können wir mal eine Pause machen. Was Sie da gesagt haben, das ist ja unglaublich. Ich kann es Ihnen zeigen. Ich habe gesellschaftlich ein aus den Tagebüchern steht drin. Das steht doch überhaupt nicht drin. Das ist doch nicht wahr, Herr Müller. Sie können es mir zeigen. Bitte zeigen Sie mir, wo das drin steht, dass ich gesellschaftlich da ein- und ausgegangen bin. Wer sagt die Wahrheit? Der Propagandaminister oder die Regisseurin? Es gibt viele sich widersprechende Aussagen. Goebbels war ja ein Meister der Lüge. Nürnberg, die Kaiserburg. Für Hitler ein besonderer Ort, denn er sah sich in der Tradition der deutschen Kaiser. Sein Führerbild ging zurück bis zu den römischen Imperatoren. Deshalb wurden in Nürnberg Reichsparteitage organisiert. Von den kolossalen Bauten, manche nie vollendet, ist heute nur wenig übrig. Die Begeisterung der Menschen damals für die Paraden der Nationalsozialisten ist kaum nachvollziehbar. Hier fanden die großen Aufmärsche statt. Bis zu 100.000 Mann wurden mobilisiert. Ihr Film über den Parteitag 1934 wird Leni Riefenstahl zum Schicksal. Ihr großes Talent zum Verhängnis. 38.000 Arbeitsmänner zur Feier angetreten. Zwar gab es später radikalere Parteitagsfilme anderer Regisseure, aber die sind längst vergessen. Der erste Film sollte der Film werden, es sollte nur einen geben, es sollte nie zwei geben oder drei, nur einen einzigen Parteitagfilm. Nur wurde der erste im Jahre 33, der konnte nicht fertiggestellt werden oder nicht gedreht werden, sondern nur sehr wenige Meter, weil wir gestört worden sind. Es war keine Vorbereitung da, die Partei wollte nicht, dass wir den Film machen, der ein Auftrag von Hitler war. Der Film wurde boykottiert. Leni Riefenstahls erster Parteitagsfilm Sieg des Glaubens galt bis vor kurzem als verschollen.
Aber so grotesk es klingt, die Partei, die den Film machen sollte, hat nicht gewollt, dass ich ihn mache. Und Sie sind auch bei den Abschluss. Schade, wir sind wieder bei dem Thema. Da sind Sie aber selber reingerutscht. Ja, es ist eben klar, durch die, das ist sehr schwer zu trennen. Das kann man doch wegschneiden, ist doch nicht so schlimm. Das ist sehr schwer zu trennen. Das sind so wichtig, über die ich gerne spreche und ausführlich, aber doch schau bei diesem scheiß Licht doch nicht. Meldet dem OSSA-Führer 100.000 Mann SA Stahlhelm und SS zur Parade vor dem Führer angetreten. Hitler und Röhm, damals noch rivalisierende Partner im Kampf um die Macht. Ja, aber Sie haben angefangen vom ersten Film zu sprechen, vom Sein. Dann dürfen Sie nicht von die Filme, da muss ich sagen, was der erste Film ist. Dann dürfen Sie nicht von dem Sieg, den ersten sprechen und vom zweiten. Vom zweiten haben Sie gesprochen. Ja, aber vom ersten haben Sie gesprochen. Ja, das ich wollte ja nur vom ersten. Nein, vom ersten konnte ich gar nicht. Habe ich ja fast nichts gemacht. Wer sieht, wie amateurhaft Hitler hier immer wieder aufgenommen ist, wie unbeholfen viele Einstellungen wirken, kann verstehen, warum Leni Riefenstahl nicht gerne über diesen Film spricht. Er wirkt wie ein Entwurf zum eigentlichen Werk. Der Mangel an Perfektion, den die Umstände erzwangen, erregt sie noch heute. Nein, da muss ich Ihnen erklären, dass der erste Film nicht ein Parteitagfilm, sondern nur, dass das nur Aufnahmen waren, die ich dann zusammensetzen musste, weil Hitler das wollte, komme ich auf Hitler rauf und gar nichts mit der Technik mehr zu tun hatte. Die richtige Technik, da können Sie nur vom Triumph des Willens sprechen. Also im ersten Film war gar keine Technik in dem Sinne? Nein, haben wir doch gar keine vorbereitet. Ich bin ja erst hingekommen, als der Parteitag schon da war. Da muss ich Ihnen noch erklären, warum. Da muss ich Ihnen sagen, lieber Herr Müller, ich konnte nichts machen, weil die Partei es verboten hat und mir es nicht mitgeteilt hat, wer Hitler einen großen Krach mit dem Goebbels hatte. Muss ich noch sagen, erwähnen etwas, warum ich beim ersten gar keine Technik überhaupt nicht anwende. Sie können ja alles sagen, was Sie wollen. Nein, das will ich aber diese wichtigen Sachen hier nicht sagen. Zum Donnerwetter! Nicht nur die Arbeit der Kameraleute, auch die Organisation der Veranstaltung selbst wirkt keineswegs perfekt. Es ist offensichtlich, Hitler und Leni üben noch. Ein Jahr später sind beide reif für ihr berüchtigtes Meisterwerk. Da ist ja auch nichts gemacht beim ersten Film. Da sind ein paar Szenen gedreht worden, wie jetzt wir hier rumlaufen, ein paar Szenen, und die wurden zusammengesetzt. Haben Sie das nicht selber geschnitten? Doch, ich musste es zusammensetzen, aber ich hatte kein Material. Ich hatte ja kaum Material. Eine Gemeinschaft! Dennoch, einige Sequenzen haben bereits den typischen Riefenstahl-Touch. Der Herkunft, des Standes, des Berufes, des Vermögens, der Bildung. Eine Gemeinschaft. An solchen Stellen ist Leni Riefenstahls Handschrift unverkennbar. Bildgestaltung und Montage vereinen sich zu beängstigender Intensität. Nicht für Beruf und nicht für Klasse, sondern vereint für unser Deutschland. Die Auftraggeber waren zufrieden. Naja, die waren ja auch mit jeder Wochenschau zufrieden. Hauptsache, es waren Hakenkreuzfahnen drin, nicht? Also das hat er nichts zu sagen.